SharePoint-Podcast, Ausgabe 406 vom 7.2.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche und wie schon seit exakt 14 Jahren, denn heute vor 14 Jahren am 7.2.2005 gab es die erste Episode vom SharePoint-Podcast. Ja, und seitdem podcaste ich unablässig und freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand dabei ist, der schon die erste Ausgabe gehört hat. Aber egal, ich podcaste ja nicht unbedingt nur für meine Zuhörer, sondern ich podcaste ja auch, weil es mir Spaß macht und weil ich es gern mache. Und das hat mich ja auch irgendwann mal inspiriert, diesen Podcast zu starten. Oh, ja, und ich freue mich jedenfalls. Heute wollen wir mal nicht so lange im alten Quark rumrühren, denn dieser Podcast lebt davon, dass wir immer nach vorne blicken, uns mit neuen Dingen beschäftigen. Trotzdem, ach, in diesen hektischen Zeiten ist es vielleicht auch gar nicht mehr schlecht, einen Moment einzuhalten und einen kleinen Rückblick zu wagen. Ja, ich habe mir mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Mein Equipment. Ja, das hat sich in den letzten 14 Jahren radikal geändert. Als ich anfing, da war es noch schwierig, ein passendes Mikrofon zu kriegen. Da gab es auch noch nicht so eine richtige Anpassung optimal an den Rechner. Die Software war sowas wie Audacity auf Windows. Naja, und nach ging dann natürlich so der ein oder andere Euro für neues Equipment drauf. Bessere Mikrofone, bessere Recording-Devices. Ja, und mittlerweile steht das Ganze. Und wenn mich jemand fragt, wie soll ich denn mit Podcasts anfangen, dann gebe ich immer den guten Rat, schafft euch erstmal eine gute Ausrüstung. Das muss nicht wahnsinnig teuer sein. Das geht heute auch schon mit knapp 100 Euro kann man ein gutes Mikrofon bekommen, mit dem man dann auch eine gute Qualität aufzeichnen soll. Und denkt daran, der Zuhörer hört euch zu und will euch dann auch in einer vernünftigen Qualität zuhören können. Ja, meine Zuhörer, oh Gott, Podcasten hat sich herausgestellt, ist nicht unbedingt das Medium für direkten interaktiven Kontakt, zumindest so wie ich ihn hier nutze. Gelegentlich kommt Feedback, über das ich mich natürlich immer wieder freue, per E-Mail. Was aber immer kommt, ist das Feedback sozusagen face-to-face, Auge in Auge. Wenn man auf Veranstaltungen, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder auf oder Konferenzen oder Meetups oder Usergroup-Treffen. Oh, ich habe schon so viele von euch Hörern getroffen, die dann auf mich zukommen und sagen, oh, vielen Dank für den Podcast, ganz toll und so weiter und so fort. Freut mich immer super. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon jeden Hörer mal persönlich kennengelernt habe, aber wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr mich irgendwie seht oder träumt, kommt auf mich zu. Ich freue mich immer, euch kennenzulernen, denn letztlich macht man das ja auch für euch. Und da bin ich dann schon zum Stichwort meine Motivation. Was motiviert mich eigentlich, diesen Podcast zu machen? Angefangen habe ich eigentlich damit, als dieses Podcasting aufkam, war für mich so genau der richtige Punkt. Ich bin mit Radio aufgewachsen hier in Berlin. Sender wie RIAS 2 und der SFB und AFN, das waren so unsere Abendbeschäftigung, Tagesbeschäftigung, da haben wir ganz viel mitgemacht und gelernt und uns drüber unterhalten. Und da habe ich immer gedacht, Radio wäre mal was Schönes für mich. Ist nie dazu gekommen, aber dann kam dieses Podcasting und habe ich gesagt, Mensch, das kann ich auch. Und dann kam die Frage, was machst du dann eigentlich? Und da ich damals schon die SharePoint-Community angefangen habe, habe ich gesagt, ich mache einen Podcast rund um SharePoint und teile mal mit meinen Hörern Links, Tipps, Themen, Trends, Tipps, Tricks, Themen, Trends, Talk und alles rund um das Thema SharePoint. Naja, und das habe ich dann jetzt so 14 Jahre lang durchgehalten. Und ihr wisst, es läuft noch der Podcast-Preis, der in diesem Jahr wieder vergeben wird. Bis zum 15.02. könnt ihr noch abstimmen, denn irgendjemand hat mich in der Rubrik Technik mit für den Podcast-Preis nominiert und wenn ihr dafür abstimmen würdet, ja, vielleicht langt es ja mal zu einem Preis. Ich glaube es zwar nicht, aber das wäre natürlich auch noch eine nette Sache. Ja,
Das ist so die Motivation und es macht einfach Spaß, das zu machen. Ich mache ja noch ein paar andere Podcasts, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und ja, mittlerweile ist ein bisschen mehr Video geworden, aber diese Audiostrecke hier bleibt weiter erhalten. Und ich denke mal, eine 500. Ausgabe werden wir auch noch hier erleben. Also von meiner Seite aus steht das Ganze. Ich habe mir auch vorgenommen, in diesem Jahr ein bisschen häufiger wieder hier diesen Podcast zu machen. In früheren Jahren gab es ja teilweise bis zu 40 Episoden pro Jahr. Mittlerweile ist das ein bisschen runtergefahren, weil wie gesagt auch andere Medien bespielt werden von mir mit Video und so weiter. Aber vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper und dafür öfter. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich auch noch meine Gäste, die ich hier zum Podcast hatte. Denn dieser Podcast hat sich natürlich über die Jahre auch wirklich zu einem Podcast mit ganz, ganz vielen Interviews entwickelt, national wie international. Und bei all meinen Gästen möchte ich mich mal bedanken, dass sie immer so bereitwillig Auskunft geben. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger. Heutzutage ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr, jemand zu sagen, sag mal, hast du nicht Lust, in meinen Podcast zu kommen, mal ein bisschen über das, was ihr im Thema SharePoint, Office 365, Microsoft 365 macht, zu reden. Ja, und das wird auch weitergehen. Aber vielen Dank für die Gäste, für die Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen. Und dann gibt es natürlich auch so den einen oder anderen, der schon mehrfach mit dabei war. Ich denke da Markus Raths, mit dem ich die Talking Insights mache, steht im Februar wieder auf der Liste. Oder ja, Fabian Moritz oder Mike Fitzmaurice oder ich nenne die drei bloß mal exemplarisch, weil sie immer wieder auch über die Jahre hinweg hier im Podcast mit dabei waren. Dann natürlich auch meine Sponsoren und Partner, denn ich habe zwar diesen Podcast, der ist nie so als reiner, irgendwie als Werbepodcast gelaufen. Klar gab es auch mal den einen oder anderen, der sagt halt, wir sponsern mal ein paar Folgen und weise mal da auf ein paar Produkte oder ähnliches von uns hin, habe ich gern gemacht. Und natürlich habe ich auch immer gerne von allen Veranstaltern und so weiter die Freikarten und Sonderrabatte genommen. Und ich weiß nicht, wie viele der fünfstellige Summe von Euros ich über diese Jahre hier an euch Freikarten und gratis Dinger verlost habt. Ist eine schöne Win-Win-Situation, wie ich denke. Und ich danke mal allen, die hier auch diesen Podcast in dieser Art und Weise unterstützt haben und die auch die Zuhörer damit unterstützt haben für ihr Engagement. So, ja, das war so ein kleiner übler Blick über oder ein kleiner Rückblick auf den Podcast, wie die Zukunft aussieht. Naja, wie gesagt, habe schon gesagt, ich will in diesem Jahr öfter wieder hier diese Format bespielen. Ich werde auch die Webseite umbauen und ja, würde ich ja von der Infrastruktur, die ja immer noch im Moment auf dem Blueberry-Tool basiert, ich werde sie jetzt auf Ultraschall umstellen, beziehungsweise auf Podlove umstellen und den Podcast in Zukunft wahrscheinlich auch mit Ultraschall aufnehmen, aber das ist, heißt noch, ich muss noch dran arbeiten. Ja, und ansonsten geht es hier natürlich weiter um die Themen. Daneben wird es andere Formate geben, erzähle ich euch in einem der nächsten Podcaste etwas mehr. Andere Formate, ja, und da komme ich mal auf die Rubrik. Es haben mich viele Leute aus der Community in den letzten Jahren immer mal gefragt, hey, du machst doch Podcast, wie geht denn das? Wir wollen auch gerne einen Podcast machen. Und ja, insofern kann ich sagen, dass ich vielleicht doch den ein oder anderen nicht nur motiviert, sondern auch ein bisschen unterstützt habe, seinen Podcast zu machen. Ich fange mal ganz blöd an mit meinem eigenen Zweitpodcast, den ich mit dem Chris Müller mache, unsere Sharepokalypse, die jetzt in die 57. Ausgabe über 5 Jahre Laufzeit geht. Auch für mich so ein ganz, auch eins meiner Lieblingsprojekte, weil es einfach dazu geführt hat, die Motivation in diesem Podcast, die Sharepokalypse, die machen wir einmal im Monat und reden da über Fragen des Datenschutzes, dem allgemeinen Wahnsinn, dem wir aufgesetzt sind. Das Ganze ist mal so entstanden, dass ich, Chris war ja auch mal früher MVP, er wohnt in Zürich, ich in Berlin und wir haben über uns immer gut verstanden und über alle möglichen Dinge diskutiert und haben gesagt, Mensch, wir müssten mal öfter miteinander quatschen, man sieht sie aber so selten. Und dann haben wir irgendwie mal vereinbart, machen wir doch einen Podcast und sprechen einmal im Monat ein Stündchen und so weiter über Themen, die uns so beschäftigt haben und teilen die mit euch.
Ja, und das hat zwar ein Jahr Anlauf gebraucht, aber seitdem sind wir wirklich seit 5 Jahren fast regelmäßig einmal im Monat online zugange. Und eigentlich machen wir das nur für uns und lassen euch daran teilhaben. Aber es ist eine schöne Sache, wie auch so ein Podcast laufen kann. Genau, aber aus unserem Umfeld, SharePoint und Office 365, da gibt es mittlerweile ja auch ein paar richtig aktive Podcaster. Ich habe vielen auch gesagt, wie man Podcasts machen kann und so weiter. Mein erster Tipp ist immer, baut euch einen Workflow, mit dem ihr nachhaltig diesen Podcast aufsetzen könnt. Das Problem ist nicht, eine Episode zu produzieren. Das Problem ist, oder die Herausforderung besteht darin, kontinuierlich in einem regelmäßigen Zeitabstand Podcast auf die Strecke zu bringen und sich dabei nicht jedes Mal zu überarbeiten und von null anzufangen. Also ein Workflow ist das A und O für eine regelmäßige, nachhaltige Aufarbeitung eines Podcasts. Und wenn ich keinen regelmäßigen Workflow hätte mit Informationssammlung, dem ganzen Publishing-Prozess und so weiter und so fort, dann wären hier keine 406 Episoden zusammengekommen. So, daran sind viele gescheitert. Also viele, ich rede jetzt nicht von Hunderten, aber doch einige, denen ich was empfohlen habe, haben es dann doch nicht geschafft. Ist aber auch völlig okay, man besser so als anders. Aber Nadja und Markus beispielsweise von den Nube Workers. Nube Radio gibt es seit, glaube ich, jetzt einem Jahr. Die beiden machen das seit einem Jahr und haben, glaube ich, jetzt auch schon um die 50 Episoden veröffentlicht. Da geht es um den modernen Cloud-Worker, über Office 365. Ihre Erfahrungen teilen sie aus ihren Projekten. Und die haben es wirklich geschafft, regelmäßig in guter Qualität und auch inhaltlich gut einen Podcast zu produzieren. Nube Radio kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Desgleichen auch Dennis Hopmeier, der hier auch schon mal im Podcast war. Ich weiß, wir haben uns mal auf einer Konferenz, haben wir auch mal länger gesprochen. Der macht einen Podcast, nennt sich SharePoint, Office 365 und Azure. Immer kürzere Episoden, macht das auch seit einem Jahr, ist glaube ich auch schon rund um die 60. Folge mittlerweile. Bei ihm sehr interessant, er geht über die Plattform Anchor.fm und ich habe mir die auch schon mal angeguckt. Kann man direkt vom Smartphone aus publizieren. Da wird im Grunde genommen alles im Hintergrund einem abgenommen. Und ja, Dennis schildert in seinem Podcast immer Tipps rund um die Entwicklung und das Administrieren von SharePoint, Benutzererfahrung. Immer kurz und knapp, also auch abonnieren. Dennis Hopmeier, einfach mal schauen. Ich packe die Links natürlich in die Shownotes rein. Aber ihr findet diese beiden Podcasts natürlich auch auf Spotify und auf iTunes, um sie dort in eurem Podcatcher zu abonnieren. So, dann, ja, das sind so die beiden, die das hier in Deutschland in unserem direkten Umfeld, glaube ich, sehr interessant machen. Dann, was ich euch natürlich immer empfehlen würde, ist mittlerweile die Intrazone anzuhören, den Podcast, der direkt von Microsoft aus Redmond kommt, mit Mark Cashman und Chris McNulty. Gibt es auch, glaube ich, jetzt seit einem Jahr. Und die machen es einmal im Monat, glaube ich, mit einer zweiten Interims-Episode mittlerweile auf der Hälfte des Monats. Und da kommen natürlich die Informationen direkt von Microsoft aus dem Product-Team mit Updates zur Roadmap, mit interessanten Themen, die dort diskutiert werden. Gehört eigentlich auch in euren Podcast-Catcher, wenn ihr rund um Office 365 erste Hand-Informationen haben wollt. So, dann natürlich nicht zu vergessen, auch hier in Deutschland nochmal der MVP Kaffeeklatsch mit Hans und Raphael. Gibt es auch schon ein bisschen länger, war ich auch schon mal mit dabei. Haben wir auch schon mal eine Live-Geschichte gemacht auf der Office 365-Konferenz. Die diskutieren auch immer so allgemeine Themen, ein bisschen über den Tellerrand schauen. Kommt in mehr oder minder regelmäßigen Abständen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Episode sie mittlerweile sind. Und dann auch noch zu empfehlen, vielleicht der Murejubel-Podcast mit Torben, Mike und Jörg. Auch im letzten Jahr so richtig gestartet, liegen ungefähr bei 15 Episoden. Kommen auch aus unserer Ecke, aber diskutieren dann immer mit Gästen, auch ein bisschen exotischere Themen. Macht immer Spaß, da auch mitzuhören. So,
Jo, dann gab es bei Microsoft einen Podcast, habe ich mir den nicht aufgeschrieben? Von 0 auf 1 gab es genau eine Episode, leider, schade. Der hat sich nämlich eigentlich sehr gut angehört. Kann ich jetzt auch gar nicht referenzieren. Ja, wenn auch ihr einen Podcast machen wollt, ich kann jeden motivieren, das zu machen, weil es macht Spaß und man hat eine Möglichkeit, auch schnell und einfach Informationen weiterzugeben. Sollte natürlich einen guten Content haben, ein bisschen gepflegt sein. Wichtig nur immer, bevor ihr das macht, kümmert euch um eine gute Audioausstattung, denn heutzutage darf kein Podcast, der online geht, mehr sich irgendwie schlecht anhören. Ich habe über die Jahre auch, muss ich sagen, ich habe ja noch so ein großes Festplattenarchiv, wo ich alle Recordings aufgezeichnet habe von Interviews oder Mitschnitten von irgendwelchen Vorträgen und ähnlichem. Da ist eine Menge unpubliziert geblieben, weil mich dann die Qualität, und zwar meistens, nee, fast immer eigentlich die technische Qualität nicht überzeugt hat. Inhaltlich war das alles irgendwie doch verwendbar, aber wenn die technische Qualität nicht stimmt, dann muss es leider den Gang allen vergänglichen geben. Vielleicht mache ich aber trotzdem irgendwann mal eine Lost Episode, wo ich so ein paar alte Vorträge nochmal zusammenstelle. Naja, so, okay, dann, was ich sagen wollte, ja, falls ihr es machen wollt und habt irgendwelche Fragen dazu, fragt mich, ich helfe euch gern, aber seid euch bewusst, dass ich zunächst mal sage, bevor ihr überhaupt anfangt, baut euch einen Workflow, damit ihr nachhaltigen Podcast aufmachen könnt. Wegen einer Folge brauchen wir nicht zu reden. So, das waren die Bemerkungen zum SharePoint-Podcast anlässlich des 14. Jubiläums seiner Existenz. Und ich freue mich, wenn ihr auch in Zukunft weiter zuhört und über Feedback natürlich auch. Ich habe euch natürlich auch noch was mitgebracht, denn letzte Woche war ich auf dem SharePoint Saturday in Bremen wieder ganz hervorragend organisiert. Und hat wieder viel Spaß gemacht. Ich durfte die Keynote halten zum Thema AI und der Modern Workplace. Spannende Sache. Viele kannten das ein oder andere, was ich vorgestellt habe, noch nicht. Gutes Feedback erhalten. Definitiv auf meiner Agenda, demnächst mal hier einen Podcast zu diesem Thema zu machen und vielleicht den Vortrag, den ich gemacht habe, als irgendwie ein Webinar oder sowas aufzuzeichnen, kam doch recht gut an und das Thema finde ich auch super spannend, werden wir auch hier noch weiter behandeln. So, jedenfalls auf dem SharePoint Saturday habe ich auch Adis Jugo getroffen, der ja Mitorganisator des Collaboration Summits Ende Mai in Wiesbaden ist. Wir haben ein schönes Gespräch videomäßig aufgezeichnet, dank an den Alexander, der das ganze Equipment dort aufgebaut hat. Und das Video verlinke ich euch in die Shownotes, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Aber die Tonspur gibt es natürlich auch noch hier, weil der Adis uns eine Freikarte für den Collapse Summit zur Verfügung gestellt hat, den ich hier unter meinen Hörern verlosen kann. Und wie üblich schickt einfach eine E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de mit dem Stichwort Collapse Summit und das Ganze bis zum 14.02.2019, damit ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Ja, und was ich mit Adis so gesprochen habe über den Collapse Summit, aber auch so über ein bisschen Erfahrungen und Einschätzungen rund um Microsoft 365, wie es da gerade für Entwickler aussieht, das könnt ihr gleich hören. Zuvor noch ein kleiner Hinweis, am 19.02. um 14 Uhr mache ich ein Webinar mit Mindlab zusammen. Es geht um Social Intranet Analytics mit SharePoint. Also wie kann ich feststellen, ob meine Mitarbeiter mit den Angeboten, die ich ihnen darreiche, auch tatsächlich zufrieden sind, wie sie damit umgehen und das mithilfe von eingebauten oder externen Analysefunktionen. Darüber wollen wir in diesem Webinar sprechen. Freue mich, wenn ihr daran teilnehmt. Den Link dazu packe ich natürlich wieder in die Shownotes. So, und dann würde ich mal sagen, hier ist mein Gespräch mit dem Adis. Okay. Ja, der SharePoint-Podcast mal wieder unterwegs. Heute aus einer ganz speziellen Location. Es sitzen zwei Oldies im Vordergrund, auch im Hintergrund für alle, die uns ein paar Audio hören. Mein Gast heute ist? Adis Jugo. Hallo Michael. Adis, stell dich doch mal bitte kurz vor. Hallo.
Hey, ich bin Alex Huber, SharePoint MVP seit nicht seit so vielen Jahren wie der Michael, aber inzwischen immerhin auch seit 10 Jahren. Zeit vergeht ziemlich schnell. Inzwischen mache ich sehr viel um Office 365, Microsoft 365, Azure, da ich aus einem Entwickler komme, wie du kennst. Kann ich natürlich nicht um Azure drumherum gehen. Ich bin heutzutage, Microsoft MVP für Office Apps and Services. Apps and Services, das hat sich wieder geändert. Und Office Development, da ich aus hier gekommen. Ja. In meiner Freizeit, ja, ich mache ein nettes Event in Wiesbaden. Genau, und wir wollen uns aber ein bisschen halten. Wie gesagt, der Podcast kommt ja nur per Audio, aber wir haben nicht tatsächlich auch heute das Vergnügen, dass wir professionell videomäßig aufgenommen wird. Ich muss mich tatsächlich nicht selber drum kümmern, sondern wir sind ja heute auf dem SharePoint Saturday in Bremen, hier in dieser wunderbaren Halle, Schuppen 1 nennt sich das. Da ist unten unter uns, wir sind im ersten Stock, unter uns ist eine Oldtimer-Ausstellung mit ganz vielen tollen Autos und wir sitzen hier in einem kleinen Separé. Hinter uns ist so ein etwas altertümliches Regal aufgebaut und da stehen so viele alte Sachen drin, wie ein Macintosh Classic 2. Da oben habe ich eine Fast Movie Machine gesehen, eine Grafikkarte, wo wir uns vor, weiß ich was, 25 Jahren die Augen ausgeweint haben oder ähnliches. Und so ein Mac steht noch. Und Xeon 3A gesehen, diesen Organisator von der ersten Stunde. Und 3,5 Zoll Disketten, doppelseitig, Hardformat. Ja, jedenfalls ist es ein bisschen viel alter Kram hier. Und wenn man da hinguckt und so ein bisschen überlegt, mein Gott, was haben wir schon Weg für uns über die Jahre? Ne? Wenn wir so IT sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Wir fühlen uns trotzdem immer noch jung, oder? Ja, das geht gar nicht so, sondern es zeigt eigentlich nur, dass wir in Zeiten leben, wo alles wesentlich schneller geworden ist, wo man Dinge machen kann, von denen wir damals in diesen Zeiten überhaupt noch nicht geträumt haben. Und das wird ja auch ein Thema sein auf dem Collaboration Summit. Ich denke mir, obwohl wir jetzt aus der ganzen Basis kommen, SharePoint, Office 365, aber wie du schon sagtest, so Azure, Cognitive Services, Künstliche Intelligenz, all das greift ja da rein. Wie siehst du das? Also wie habt ihr da auch, sagen wir mal, das Programm rund um den Collaboration Summit aufgebaut? ich dürfte dieses Jahr in dem Programmteam Kaffees kochen. Unser Programmteam war tatsächlich mit Spence Harbour, Martina Grom, Vesa Juvonen und Mike Fitzmaurice, war hochkarätig besetzt, sage ich jetzt mal so. Und es war nicht leicht. Wir haben fast 800 Session-Vorschläge gehabt. Was waren die Hauptgebiete? Du hast die eigentlich schon genannt. Okay. Genau die du vorher angekündigt hast. Also natürlich dreht sich viel um Microsoft 365. Oder speziell in Office 365, Teil von Microsoft 365, war sehr viel Azure dabei. Ich glaube, unsere Azure Track ist dieses Jahr genauso groß und genauso stark wie Office 365 Track. Wie viele Tracks gibt es insgesamt? Tracks haben wir 4. Allerdings Vortragsgruppen. Mhm. 5 eigentlich, das war falsch, weil dieses Jahr ist, zum zweiten Mal, aber zuerst mal so richtig, Amazon Web Services dabei. Okay. Die wollen mitspielen. Ja. Und die waren auch gerne eingeladen. Wir werden einen Track haben, dass sich um Collaboration Stack auf Amazon Web Services dreht. Mhm. Hast du überhaupt gewusst, dass die Collaboration Produkte haben? Ich habe schon sowas mal gehört, aber noch nicht gesehen. Genau. Direkt, ja. So die Produkte wie Chime oder wie die alle heißen, um diese Produkte werden wir auch die Sessions auf die Collabs haben. Aber die Tracks sind tatsächlich sind die Office 365, Microsoft 365. Einmal Entwicklung und Development, weil das ist halt wichtige Thema, besonders mit Microsoft Teams. Dann haben wir, was wir normalerweise IT Pro Track nennen. Das ist eher so, wie konfiguriert man, wie Management des alles, Operations, oder für die Produkte, die immer noch on-prem sind, die Installation, Konfiguration, Kram. Das dritte Track nennen wir BizApps. Mhm. Das ist alles, was ich um Flow, Power Apps, Power BI, Business-Plattform, wie Microsoft das nennt. Ja, Business-Plattform, also Apps. Und der vierte, wir haben gedacht, immer vorher, wir haben immer gesagt, jetzt ist CXO-Track oder Business-Track. Nee, wir haben es dieses Jahr konsequent einfach nur Modern Workplace-Track. Mhm. Und alles, was mit
einen modernen Arbeitsplatz und Arbeiten auf einem modernen Arbeitsplatz zu tun hat, haben wir in diesem Track. Für diesen Track war Martina Grom verantwortlich. Und ich glaube, da sind ein paar sehr spektakuläre Sessions, inklusive deine Session. Ja, ich glaube, das ist auch, wird ja auch immer wichtiger, weil wir sehen ja auch so eine Entwicklung, du hast zwar gesagt, ihr habt auch starke Entwickler-Tracks und so weiter, aber wenn ich so die ganze Community-Landschaft oder auch die Office 365-Landschaft so mir anschaue, es kommen ja immer mehr, sagen wir so, technisch Unbedarfte rein, so wie man so schön sagt, die Abteilungsverantwortlichen, die mittlerweile ihre eigenen Budgets haben, die, wenn sie irgendwas umsetzen wollen, im Grunde mal sagen können, weißt du, ich brauche keine IT-Abteilung, ich hole mir ein Abo von Office 365 und die Sache läuft, ja, so nach, ganz einfach gesagt. Und die brauchen eher dann, sagen wir mal, die Anleitung, die anderen brauchen sie auch, wie führe ich das ein, wo dann so Aspekte wie Working Out Loud, bestimmte Methoden kommen, um den Leuten zu helfen, wie man das machen kann. Das wird also auch ein entsprechendes Schwerpunkt. Das wird auf jeden Fall dabei sein. Wir werden zum ersten Mal eine Keynote haben, die nicht unbedingt technisch sein wird, sondern dass ich eher auf die moderne Arbeitsplatz und Digital Transformation konzentriere. Kannst du schon was Näheres zu sagen? Leider noch nicht. Wir warten auf die finalen Bestätigung. Ja. Aber es wird nicht aus technischen Ecke kommen, wird nicht sogar auf die Kooperative Microsoft oder AWS kommen, wird hochwahrscheinlich aus einem deutschen Großunternehmen, die diesen Prozesse tatsächlich lebt und mitmacht. Also wir werden über diesen ganzen Themen Modern Workplace, Digital Transformation nicht mehr von die Oberpriester hören, aus dem Oberpriester-Ecke, sondern aus dem von den Leuten, die tatsächlich das mitmachen. Aus der Graswurzelbewegung. Genau, genau. Sagen, von denjenigen, das die von Betroffenen. Das wäre sehr interessant. Wir arbeiten, dass wir das zeitnah veröffentlichen, aber ich darf leider, weil es nicht, es noch nicht 100% bestätigt, kann ich es auch nicht sagen. Ja, aber ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Ein anderes Thema, was du hattest auch schon angesprochen, dieses ganze, diese Business-Plattform, die Business-Entwickler, also Power BI, Flow, Power Apps, was Microsoft ja, wie hat es letztes Jahr Fitzmaurice schon den Citizen Developer? Developer. Früher, als wir noch SharePoint Designer gemacht haben, da waren wir noch die Power User, heute sind wir Citizen Developer. Das wird ja, also die Plattform nimmt ja immer mehr Form an, du kannst ja immer mehr mitmachen, man sieht ja auch mittlerweile, wie mächtig das geworden ist, so, wo man früher bei SharePoint Designer konntest ja auch schon ein paar Sachen machen, aber da warst du völlig limitiert. Heute ist es ja so, weiß ich was, Bilderkennung mal schnell in die SharePoint-Liste einbinden, das kriegt heute auch jemand hin, der zweimal Luft atmet gehabt und sich ein bisschen in den Flow reingezogen hat. Der kann das machen. Der kann das machen. Ist das, wenn du das so mal betrachtest, würdest du sagen, das ist eine sehr gute Entwicklung oder ist das auch eine, sagen wir mal, relativ gefährliche Entwicklung, weil ja plötzlich irgendwie Leute irgendwas zusammenschustern können, wenn da nicht reguliert ist oder wenn das nicht in richtige Bahn gebracht ist, was dann nachher vielleicht auch irgendwie, ich sage mal, wir haben heute GDPR, Datenschutz und so weiter, dass da was passiert. Ich finde die Entwicklung trotzdem gut. Also wir können uns nicht immer so zurückhalten und sagen, ja, aber es ist natürlich, wird Governance mehr wichtig als je. Also ich glaube, du kannst mir da zustimmen. Also das wird alles, man wird das alles managen, irgendwie managen müssen. Das ist das Hauptding. Aber trotzdem, stell dir mal vor, welche Möglichkeiten da zum Beispiel kommen. Ich habe kürzlich, einen Vortrag gehalten über mein Lieblingsthema Wein. Ich habe einen Vortrag gehalten über, wie man mit Power Apps und Cognitive Services in weniger als halben Stunden, man kann einen OCR-Scanner für die Weinflaschen machen, die das alles, die Weintext ausliest, Webcall auf die Vino macht und letztendlich das alles in SharePoint-Liste speichert. Und alles mit der Translation Services auf Deutsch noch dazu übersetzt. Also das ist jetzt machbar für die Leute, die kein Entwickler sind, für Non-Entwickler. Natürlich werden Entwickler immer den Platz haben, das wird keiner bestreiten, das ist wahrscheinlich das wichtigste Beruf der Welt im Moment. Aber es gibt ein anderes Effekt, den ich merke, ist, dass die professionelle Entwickler immer oft auf diesen Tools zugreifen und sagen, ja, ich kann es tatsächlich auch noch in Assembler entwickeln, aber das ist schneller und effizienter. Und das ist nicht verkehrtes. Man muss sich nur ein Unternehmen, das ist überhaupt nicht verkehrt, man muss sich nur ein Unternehmen bewusst sein, okay, das muss man ja auch irgendwie managen können. Also ein vernünftiges Governance muss da, ein vernünftiges Operations muss da, die Leute müssen angewiesen werden, IT muss angebunden werden in einem Moment, also IT muss tatsächlich irgendwann mal Ownership von diesen Apps übernehmen,
Support übernehmen und alles, was dazu kommt. Aber ich bin voll dafür, dass die Citizen Developers, also die Leute aus Fachabteilung, bin sicher, tatsächlich daran beteiligt. Dann fehlt ja nur noch ein guter Geruchssensor, ein guter Geschmackssensor und du hast dann sozusagen die IoT-Weinprobe, der dir dann genau über den Abgang seines richtigen Siehst du? Mosel-Riesling. Nein, Mosel, sag mal, ihr seid ja, Rheinhessen. Und mit dem, was war das, Riesling? Riesling. Genau, wunderbar. Ja, also der Collaboration Summit, der findet statt vom 27. bis 29. in Wiesbaden. Nein, der erste Tag ist ein Workshop-Tag, richtig? Genau. Wir haben 11 Workshops, die sind wirklich gut. Ganztägige, die sind separat kostenpflichtig? Die sind separat kostenpflichtig, aber immer noch, also wenn wir über Preise und Kosten reden, die sind immer noch ein Zehntel von so, was ähnliche Workshops in die kommerziellen Konferenzen kosten. Mhm. Das Workshops sind zwischen für 250 Euro kann man den ganzen Tag lernen von den wirklich ultimativen Weltexperten. Also mit von Vesa Jubor in Entwicklung, von John White in Power BI, von Spencer Harbour in SharePoint Hybrid. Und das sind wirklich, wir reden von den Top-Leute. Und dann am 28. 29. zwei normale Konferenztage. Wie gesagt, mit 110 Sessions. Davon werden 65 Sessions Community Sessions sein. Mhm. Und ungefähr 40 Sessions gehen zu Microsoft und AWS. Genau, muss man auch noch sagen, dass ja eine Woche oder anderthalb Wochen vorher in Las Vegas wieder der SharePoint North America stattfindet, wo Microsoft ihn ja schon aus der Tradition im letzten Jahr auch als Ankündigungssammlung. Genau. Da kommen aber ein paar Microsofties kommen rüber. Und genau, und machen dasselbe in Europa bei uns. Ja. Also wir haben Bestätigung von Dan Hall, Mike Cameron, Luca Bandinelli. Also wir werden so 10 bis 15 Microsoft-Leute haben, die direkt von Las Vegas nach Frankfurt fliegen und in Wiesbaden diesen 3 Tage deren Show abziehen. Ja. Wir haben einen Community-Rabatt für die Konferenz, den verlinken wir auch nochmal. Und da es ja diesen Podcast ja zur 14. Jubiläumssendung, 14 Jahre SharePoint-Podcast, ich glaube es selber kaum machen, hast du ja gesagt, wir können eine Freikarte verlosen. Ja. Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall auch. Also da könnt ihr euch dran beteiligen in der Verlosung. Wie üblich einfach eine E-Mail schicken an sharepointpodcast@outlook.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Und mit dem Stichwort Collapse Summit. Und das lassen wir dann laufen bis zum Valentinstag, bis zum 14.02. lassen wir das laufen. Und dann verlosen wir das. Super. Und ich freue mich auch hinzukommen, weil es war letztes Jahr schon eine super Konferenz von der Atmosphäre her. Auch von den Teilnehmern und vom Programm an sich her. Und natürlich auch von den Partnern. Es sind ganz viele Partner mit dabei. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, du warst auch letztes Jahr der Chef von der Presse-Ecke, sage ich jetzt mal so. Du bist ja, es muss ja klar sein, wie wichtig dieses Podcast, das du machst, ist. Ich war vor 10 Jahren, war ich in meinem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, einen von unseren Junior-Entwicklern. Wir waren in Hause und ich gefragt, und du kennst mich halt Gret. Und ich so, ja, ich bin sogar mit dem Mann befreundet, ein ganz netter, lieber Mann. Ich höre jedes Mal seinen Podcast sofort, wie es rauskommt. Ja, wir sind es ist bei, wichtig. Ja. Es hat die Community in Deutschland zusammengehalten, hat die auch nach vorne gebracht. Ich finde es super wichtig, was du machst. Ja, die letzte Ausgabe wäre beinahe ausgefallen. Es war ja die Ausgabe 404. Okay. Der war gut. Aber das ist schon interessant zu sehen, wie lange das läuft. Es ist ja immer ein absoluter Nischen-Podcast. Das ist eigentlich das, was wir früher mal gesagt haben, Podcasting ist so die Stimme, wo man eine ganz kleine Nische finden kann. Genau da lebt er auch noch drin. Es macht mir immer noch Spaß. Und super. Ja, das wird auch noch weitergehen. Und wie gesagt, also wunderbar. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und dann beteilige ich an der Verlosung und auf zum Collapse Summit. Danke dir und wir sehen uns spätestens in Wiesbaden. Alles klar. Bis dann. Ciao. So, ja, also wie gesagt, nehmt teil der Verlosung für die Freikarte. Wenn es übrigens jetzt ein bisschen geknirscht und geknackt hat, wir saßen in Ledersesseln und die haben wirklich knirschende und knackende Geräusche gemacht. So ist das Leben, das ist Authentizität, das ist Atmosphäre im SharePoint-Podcast-Fachgespräch.
Ja, Shownotes wie üblich auf schärfepodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Kahn. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.